idealism prevails. Make the world a better place. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Heute habe ich Malte Klinghoff aus Berlin hier zu Gast in Wien bei uns, bei Idealism Prevails. Er ist der Macher und Veranstalter des Pax Terra Musica Festivals. Hallo Malte, schön, dass du gekommen bist. Hallo Paula, danke für die Einladung. Hast du schon die Möglichkeit gehabt, dich ein bisschen in Wien umzuschauen? Leider nicht. Ich bin gestern Abend relativ spät gekommen, habe jetzt bei Freunden übernachtet und bin jetzt direkt zu euch. Ich kenne Wien so ein bisschen, also von daher alles gut. Ja, die ganze Crew hat dich hier erwartet, weil viele haben schon viel vom Pax Terra Musica Festival gehört. Letztes Jahr einige Leute aus Österreich waren da, relativ wenige, muss man dazu sagen, letztes Jahr. Aber das Interesse wurde so allmählich geweckt. Deswegen sprechen wir heute gemeinsam darüber, was das überhaupt ist. Brauchen wir ein neues Festival? Was bedeutet Pax? Was bedeutet Terra? Was bedeutet das Ganze für dich? Und wir wollen natürlich auch gucken, wer du bist. Wer kommt denn auf so eine Idee? Also du bist in Berlin geboren? Nein, ich bin nicht in Berlin geboren. Ich bin in Bremen geboren und in der Nähe aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Berlin gekommen. Und habe mich so, wie man das so normal kennt, habe halt studiert. Was hast du studiert? Ich bin Nachrichtentechniker, also Ingenieur. Und habe danach angefangen zu arbeiten, ganz normal, habe eine Familie gegründet und war politisch gar nicht so wirklich tief drin. Also ich habe ein bisschen Kabarett gehört, Volker Pispers, was man so kennt, aber habe mich gar nicht so richtig ernsthaft mit Politik auseinandergesetzt. Und dann ging das 2014 ja mit der Ukraine-Krise los und da bin ich dann zum ersten Mal gefragt worden, Mensch, kommst du mit auf eine Demo? Also ich war als Kind mit 3 Jahren auf dieser NATO-Doppelbeschluss-Demo, daher kannte ich das schon, aber seitdem halt nie wieder und war am Anfang relativ skeptisch, so was passiert da, soll man da hingehen? Was waren die Beweggründe, dass du dann zu einer Demo gegangen bist? Hattest du Angst vor Krieg oder hattest du Angst? Es war die Ukraine-Krise 2014, die damals losging, also das war noch vor den Todesschüssen auf dem Maidan, dass einfach Leute sich auf die Straße gestellt haben, die Mahnwachen gegründet haben und gesagt haben, wir müssen hier was machen. Also das was hier passiert, läuft einfach schräg, läuft verkehrt. Ja. Und mein Schwager hat damals gesagt, Mensch, komm doch mal mit, hat mir die Facebook-Veranstaltung gezeigt und dann stand da für den ersten Weltfrieden und mein erster Gedanke war so, Weltfrieden, so rosa Brille, also das ist so ganz weit weg als Realo, der ich eigentlich bin. Bin dann aber dann trotzdem das zweite Mal dann hingegangen. Und fand das sehr interessant, also das, was dort passiert ist, die Informationen, die man erhalten hat, auch was man eigentlich so normal eben nicht mitbekommt, was dann dort gesprochen wurde und auch dieses Bewusstsein, dass man eben nicht alleine ist mit dem, was man mitbekommt. Also man hat das vielleicht in der Zeit davor schon bemerkt, dass die Berichterstattung aus der Ukraine sehr, sehr pro NATO war, sagen wir mal. Also es war eben, also wenn man ein bisschen wach drauf geguckt hat, hat man einfach gemerkt, dass es nicht objektiv ist, sondern dass da ganz klar pro-westlich argumentiert wurde. Und da einfach ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, war schon interessant. Das heißt also, du hattest damals alternative Sichtweisen vermisst? Nicht bewusst vermisst, weil ich sie nicht kannte. Also einfach, das war nicht so, dass ich jetzt da saß und also ich habe eine Situation gehabt, dass ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Fernseher mehr gehabt. Ich habe den irgendwann abgeschafft und war dann irgendwann mal im Hotel, habe noch gearbeitet am Laptop und nebenbei lief halt die Tagesschau und dort wurde von der Ukraine berichtet. Und dann wurde von, ich glaube, es war damals Thailand berichtet, wo dieselbe Situation war im Grunde. Also Menschen gehen gegen die Regierung auf die Straße. Und der Ton war aber ein ganz anderer. Also erst war es eben die guten Demonstranten gegen die böse Regierung und auf einmal war es die böse Regierung, die gute Regierung gegen die bösen Demonstranten. Und weil ich aber nun am Arbeiten war, habe ich
nur bemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Also die Berichterstattung, den Übergang habe ich gar nicht mitbekommen. Es war nur auf einmal klar, okay, hier läuft etwas verkehrt. Mhm. Und von da an halt auch ein bisschen darauf geachtet, wie man Dinge sagt. Also was wir heute ja auch ganz klar wissen oder beobachten, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, das ist halt kein Präsident, das ist ein Machthaber. Also einfach, wie man mit Worten spielt, um oder Menschen Regime zu Regime und Regierung. Genau. Ne? Genau. Also wie man damit die Worte benutzt, um eben Meinungen auch zu transportieren. Und das. Und dann bist du auf die Mahnwache gestoßen in Berlin oder wie? Genau, also wie gesagt, bin dort darauf aufmerksam gemacht worden und bin dann dort hingegangen und fand das, wie gesagt, erstmal interessant, war dann regelmäßig dort und dann kam es dazu nach der ersten bundesweiten Mahnwache, dass ein neuer Moderator gesucht wurde und ich hatte schon einmal gesprochen dort und dann. Ja, kam ich dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, fragte man mich ja, kannst du das mal machen? Und dann habe ich das halt mal gemacht und dann funktionierte das. Ich bin halt selber seit dem 7. Lebensjahr auf der Bühne, bin selber Gitarrist und Sänger und habe keine Angst vor Menschen, die auf mich schauen insofern. Also nicht, dass ich jetzt das Rampenlicht suche, aber es ist halt, habe damit das heißt, du hast sozusagen den ganzen Ablauf moderiert? Genau, genau. Also es ging wirklich damit los, dass ich mich wirklich auch so gesehen habe, ich bin gar nicht derjenige, auf den es ankommt, sondern ich bin nur derjenige, der sagt, guten Tag, herzlich willkommen, hier jetzt redet XY über Thema das und das und am Ende, schön, dass ihr da wart. Mehr war die Aufgabe am Anfang gar nicht. Ja, und irgendwann bist du natürlich auch auf die HFP gestoßen, auf die Humanistische Friedenspartei. Deswegen kennen wir uns beide auch. Genau. Wir waren beide im Vorstand zusammen, haben recht gut miteinander gearbeitet, circa 1,5 Jahre. Mhm. Inzwischen bist du auch wieder raus. Warum bist du denn eigentlich dann zur Humanistischen Friedenspartei gekommen? Na, das ist halt eine Entwicklung gewesen. Also ich habe halt diese Moderation gemacht und habe halt gemerkt, wir kommen hier nicht vorwärts. Das ist wichtig, was da passiert ist. Es halte ich auch bis heute für unheimlich wichtig, dass diese Bewegungen auch immer wieder kommen. Also wir haben das bei Occupy gesehen, bei den Mahnwachen gewesen. Jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Also ich drücke die Daumen, dass was passiert. Wir sehen das auch in den anderen Ländern, in England, Spanien, in Frankreich hatten wir Nuit Debout, die auch sehr, sehr groß waren. Und sowas kommt einfach ja, wellenweise immer wieder. Und ich habe mir im Laufe der Zeit halt überlegt, wie können wir es weiterbringen? Weil das hat irgendwann einen Punkt erreicht, wo es nicht weiter ging. Und dann hatte ich mir überlegt, naja, vielleicht eine politische Partei. Nicht als die Lösung, also die Menschen tendieren ja immer dazu zu sagen, das ist jetzt die Lösung, wo wir hin müssen, unbedingt. Ja. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich zu sagen, okay, wir haben verschiedene Wege, die wir beschreiten können und dann lass uns die Menschen finden, die diesen Weg auch beschreiten wollen. Und hatte also damals schon darüber nachgedacht, wie man das machen kann, habe mir verschiedene Parteiprogramme auch durchgelesen, habe da überhaupt nicht das Richtige gefunden. Und dann brachte mich eine Freundin darauf zu sagen, Mensch, guck dir doch mal die HFP an. Dann habe ich mir euer Parteiprogramm durchgelesen, was ihr ja schon seit 1,5 Jahren, glaube ich, geschrieben habt und war wirklich beeindruckt. Das war, also ich hatte mal selber was zusammengeschrieben, 5 Seiten und ihr hattet da 30 Seiten und ich war nicht zu 100%, aber zu 95% wirklich, das sind genau das, wofür ich auch stehen möchte und machen möchte. Man muss auch dazu sagen, also das waren nicht nur Deutsche, sondern das waren auch Österreicher, die mitgearbeitet haben, sogar teilweise Schweizer, die mitgearbeitet haben. Und wir haben im Endeffekt auch mitgekriegt, was die Mahnwache so immer wieder für Themen gebracht hat vor dem Mikrofon, aber haben halt festgestellt, dass die das überhaupt nicht zusammenfassen und auch gar nicht als Lösungen wirklich anbieten, sondern sich mehr äußern, dass sie das nicht wollen, was existiert. Aber wir haben halt wenige Ansätze gesehen, dass man Lösungen verbreitet oder an die Gesellschaft weitergibt. Aber das ist genau der Punkt. Das ist die Frage, welche Aktion hat welchen Sinn. Also ich finde, eine Demonstration hat schon natürlich den Sinn, darauf aufmerksam zu machen, was hier falsch läuft. Wobei auch da die Entwicklung wirklich zu sagen, gegen etwas zu sein, ist total einfach. Und damit kriegt man leider auch viele Menschen auf die Straße. Mit Feindbildern kann man wunderbar arbeiten, kann man wunderbar Menschen zusammenbringen. Nur es ist halt rein destruktiv. Mhm. Wirklich konstruktiv zu werden, da weiterzukommen, das ist ein Prozess, wo man hinkommen muss oder wo man hinkommen kann. Und deswegen die Demonstration an sich, erstmal die Dinge aufzudecken und anzusprechen, ist wichtig. Da Lösungen zu bringen, ist möglich, ist schwierig.
Die HFP hat es dann versucht umzusetzen, also die Humanistische Friedenspartei hat es dann praktisch in Worte gefasst, in ein Pamphlet gefasst, in ein Parteiprogramm, was ich übrigens jedem ans Herz legen kann, mal zu lesen. Also es ist wirklich auch wichtig. Ja, wir haben ja auch versucht, ne, den Linken das beizubringen. Wir sind ja eine Vernetzungspartei, genau, sozusagen, was ja eigentlich in sich ein Widerspruch ist, ne, zu unserem normalen Parteisystem. Ja, aber Entschuldigung, jetzt springe ich ein bisschen, weil das finde ich ganz wichtig. So diese Old Economy, dieses alte Denken gegeneinander und ich muss besser sein als der andere. Ich glaube fest, das ist nicht der Weg für die Zukunft. Ich glaube fest, das ist das Denken, was wir haben aufgrund unseres Systems, aufgrund des Finanzsystems, dass ich halt dafür sorgen, ich kann nur gewinnen, wenn ein anderer verliert. Ja. Und da sind wir auf dem Weg, dass wir wirklich die Wege finden, zusammen einfach mehr zu schaffen. Und dann gebe ich dir vielleicht auch was ab, damit wir beide damit glücklich sind. Und das bezieht sich also nicht nur auf Parteien oder auf Geschäfte, sondern tatsächlich auf das Zwischenmenschliche. Und das ist auch der Kern für mich dieser ganzen großen Bewegung. Also ich weiß nicht, ob Bewegung der richtige Begriff ist, aber das, was ich immer wieder erlebe. Transformation vielleicht. Ja, vielleicht, was ich halt beim Pax Terra Musica Festival 2017 erlebt habe, wirklich 3 Tage, du kommst dahin und du hast 1500 Menschen, die alle glücklich sind, die alle froh sind, dass sie beieinander sind. Gehen wir erstmal nochmal nach der Reihe. Also du bist dann bei uns in die Humanistische Friedenspartei rein und da ist eigentlich der Gedanke auch entstanden, Mensch, wir müssen den Menschen eine Plattform geben, wo sie sich alle treffen können. Und zwar nicht nur aus der Friedensbewegung. Genau. Und wie ist es dann gewesen? Jetzt kannst du gerne auch mal erzählen über das letzte Jahr. Mhm. Wo hat es stattgefunden? Es hat stattgefunden in Niedergörsdorf, auf einem alten Militärflughafen, also ein riesen Gelände, was wir dann gefunden haben. Aber lass mich kurz anfangen, wie es dazu gekommen ist. Also ich habe bei der HFP, wir haben ja das Parteiprogramm geschrieben, wir kamen zum ersten Parteitag, da war unglaublich viel Energie drin und dann hat man eben gemerkt, dann kommt die Bürokratie. Dann haben wir beide ja auch uns mit dem Bundeswahlleiter auseinandergesetzt und welche Formulierungen man jetzt wie, wo, warum, das ist alles, ja, es macht keinen Spaß. Also da bist du nicht am konstruktiv vorwärtskommen, sondern das ist wirklich deutsche Bürokratie, die da läuft. Und da ist die Energie so ein bisschen rausgegangen. Und man hat das eben auch gemerkt und der Schlüsselmoment für mich war eigentlich bei der Stopp Airbase Rammstein Demonstration, die ja auch jedes Jahr stattfindet in Kaiserslautern gegen die US-Militärbasis, wo die ganzen Drohnen drüber gesteuert werden, die aber auch ein großer Militärstützpunkt und Umschlagsplatz ist. Also sich gerne nochmal darüber informiert, dass ich dort eben stand und gesehen habe, wir haben so viele geniale Musiker und warum machen wir nicht mal einfach auch, also als fixe Idee, warum machen wir nicht einfach mal also ein Tag, wo wir alle Musiker zusammenbringen und dann kam eben sehr schnell dann, okay, also ein Tag wird nicht reichen und wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch ein Festival draus machen. Und das war am Anfang wirklich eine ganz unschuldige Idee, lass uns doch mal die Musiker auftreten lassen, da sind so tolle Leute dabei. Die übrigens auch fast nirgendwo eine Plattform kriegen, muss man auch mal sagen, denn wir haben ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar keine Musiksendung mehr für junge Leute, also es gibt ein paar, ich weiß nicht, so Schlager. Ich habe, wie gesagt, keinen Fernseher mehr. Ich weiß es auch, ich habe auch keinen Fernseher mehr, leider, also oder Gott sei Dank, ich werde verschont davon, aber es gibt schon länger keine, es gibt ja auch nur noch bezahlte, MTV musst du bezahlen, Viva kriegst du nur, wenn du irgendeinen Satelliten hast, also es gibt gar keine Musiksender mehr und auch sonst können eigentlich, ich hatte ja auch hier in der Sendung schon einige Musiker, die Friedenstexte haben, die haben Schwierigkeiten, in die Öffentlichkeit zu gehen, keiner will sie buchen. Warum wäre jetzt zu lange, um das da auszudiskutieren? Aber ich denke, du hast dir da schon Gedanken gemacht darüber. Ja, also ich habe schon die Gedanken gemacht und auch die Hoffnung gehabt. Das ist dann halt gewachsen. In der Planungsphase ist es dann halt gewachsen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt den Platz, wir wollen das machen. Dann lass uns doch auch der Friedensbewegung was zurückgeben. Also deswegen ist Pax Terra Musica wirklich auch zweierlei. Es ist auf der einen Seite wirklich ein Sommerfest der Friedensbewegung, also wirklich mit dem Anspruch, einfach Spaß zu machen. Und wie gesagt, das hat auch letztes Jahr so unglaublich gut gepasst und geklappt. Dafür sind wir auch einfach nur dankbar. Das ist alles, was wir getan haben, ist nichts wert, wenn nicht die Menschen da sind und
auch das Leben. Und das haben wir wirklich erlebt. Wie gesagt, wir hatten, der Samstag war bombastisch schönes Wetter, der Sonntag war verregnet und trotzdem laufen die Menschen alle mit einem Lächeln rum, weil sie einfach froh sind, beieinander zu sein. Das hat nichts damit zu tun, wer da gesprochen hat, wer da gespielt hat, sondern einfach, wir sind da und wir sind, jeder darf sein. Das ist, und das ist so, ja, nicht ausschließlich nur mit Musikern besetzt gewesen, sondern genau, es waren unheimlich viele Aussteller da, genau, es waren Redner da. Genau, was ist es denn für eine Mischung, dieses Festival? Weil es ist ja kein typisches Musikfestival. Genau, also deswegen, also die Entwicklung war eben so, dass wir gesagt haben, es ist erstmal nur, also die Grundidee war, wir machen Spaß, wir machen uns was Schönes. Und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir den Platz, dann lass uns doch auch der Friedensbewegung die Möglichkeit geben, etwas daraus zu ziehen. Und da war der Gedanke wieder, da sind wir wieder bei Vernetzung. Das ist für mich wirklich das Essentielle, was wir erreichen müssen, die Vernetzung. Weil wir haben unglaublich viele Aktionen und Menschen, die aktiv sind, die wir auch noch gar nicht kennen. Und denen einfach die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hallo, hier bin ich. Wir müssen ja nicht alle eine neue Partei gründen. Vielleicht sind wir uns ja so einig, dass wir eine gemeinsame gründen. Und dann haben wir einfach mal doppelt so viele Leute auf einmal. Und so ist dann die Idee entstanden, zu sagen, wir machen einen Ausstellerbereich. Es klingt so total trocken, aber es ist einfach zu sagen, kommt her, macht, ihr habt eh alle für eure Demos, Aktionen, wie auch immer, ein Pavillon, ein Tischchen dort und stellt euch dahin und stellt euch vor, dass die Gäste, die kommen, die einfach kommen, um Spaß zu haben, die Möglichkeit haben, sich einmal umzuschauen, sich mal anzuschauen, was gibt es denn für Aktionen, gibt es da was, was mir Spaß machen würde, wo ich mich sehe, wo ich aktiv werden kann und dann eben auch die Vernetzung unter diesen Gruppen. Und das hat eigentlich... Ja, hat super geklappt, das hat wirklich toll geklappt. Entschuldige den einen Satz noch. Der nächste Schritt war dann halt, und wenn wir dann die Leute da haben, die aktiv sind, dann gib ihnen doch auch die Möglichkeit, ein Podium zu haben, um Vorträge zu machen, um Workshops zu haben. Wenn du hast gerade von Transformation gesprochen, dass die Menschen dort wirklich auch einfach meditiert haben. Also Dinge... ja, einfach, ihr seid da und dann nutzt diesen Platz. Also das ist eben den Anspruch, den wir an uns haben, unser Team haben. Du hast zur Einleitung gesagt, ich bin der Macher von Pax Terra, ich bin der Initiator vielleicht, aber der Macher, ich stehe nicht alleine. Wir sind ein Team von, ich glaube, 20 Aktiven und dann noch mit Leuten, die dann noch helfen im Hintergrund, die das Ganze auf die Beine stellen. Und wir wollen eigentlich nur den Raum bieten, aber was damit passiert, wer sich dort trifft, wer sich dort vernetzt, das hat bei uns, das ist nicht unser Anspruch, das vorzugeben. Also wir haben eine klare Vorgabe, dass wir sagen, wir sind eine humanistische Veranstaltung, das heißt, wir lassen keinen Rassismus zu, wir lassen keine Hetze zu, die werden natürlich bekommen dort kein Podium, aber die Leute sollen kommen und sollen miteinander reden und dann schauen wir, dass wir gemeinsam mehr erreichen. Dieses Jahr ist das Motto Frieden leben, Zukunft gestalten, als Menschheitsfamilie gemeinsam eine bessere Welt schaffen. Genau. Was ist da gemeint konkret? Genau. Ja, wir haben im letzten Jahr war wirklich der Startschuss mit vielen Dingen, wo man erstmal reinwachsen musste. Das ist sicherlich dieses Jahr immer noch so. Wir sind immer noch in den Anfängen. Und wir waren auch letztes Jahr noch ein kleineres Team. Wir haben dann, das war auch sicherlich so, dass wir die Menschen nicht wussten, was passiert da, wie wird das ablaufen, wird das überhaupt stattfinden. Das war halt eine fixe Idee, die da entstanden ist. Und in diesem Jahr sind tatsächlich viele neue auch ins Team gekommen, auch viele kreative Köpfe ins Team gekommen, die alle was tun wollen, alle aktiv werden wollen. Und Pax Terra Musica ist auch entstanden und initiiert worden, natürlich als Festival im ersten Schritt, aber dann auch, dass wir weiterkommen und dass wir Zukunft gestalten können. Was sind die genauen Themen, die sich da vernetzen sollen? Oder welche Themen werden angesprochen? Werden alle Themen angesprochen der Gesellschaft? Ja, also so verrückt das vielleicht klingt, also wir haben auch, es gab einen Beitrag in einem großen deutschen Fernsehsender, der dann sagte, die Friedensbewegung ist nicht homogen, es gibt so viele Themen. So ist das Leben, oder? wenn man dann wirklich schon länger aktiv ist, merkt man eben, ja, aber diese Themen hängen halt alle zusammen. Also weil ich gegen TTIP bin, heißt es nicht, dass ich nicht Frieden mit Russland mir wünsche. Und natürlich hängt das zusammen. Und TTIP ist eine Aktion gegen Russland und gegen die Vereinigung von
Eurasien praktisch, dass man dort hinkommt. Insofern, diese Zusammenhänge sind ja da. Und habt ihr auch Leute aus anderen Ländern eingeladen, zum Beispiel vielleicht die Verbindung zu dieser russisch-deutschen Druschba-Fahrt? Also die Druschba-Fahrt war dort, war eingeladen, ist auch dieses Jahr wieder eingeladen. Wir arbeiten auch dann noch bei anderen Themen miteinander zusammen. Also wir haben jetzt eine Demonstration gemacht. Wir machen auch noch, wie gesagt, das da, was ich sagen wollte, Pax Terra Musica wird sich auch entwickeln als etwas, was neben dem Festival, was natürlich fester Bestandteil bleibt, verschiedene andere Aktionen auch macht. Wir möchten gerne, da sind wir noch nicht, wir möchten gerne das Festival auch wirklich international aufstellen. Wir haben im letzten Jahr einen internationalen Aussteller gehabt. Wir wollen mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Wir haben jetzt schon Kontakt mit irischen Friedensaktivisten. Und das soll halt wirklich den nächsten Schritt aufgehen. Dazu gehört natürlich und in erster Linie, dass erstmal die Webseite und das ganze Projekt auch englischsprachig wird. Dazu gehört aber eben auch entsprechend Aufwand, weil wir das Ganze nicht, wenn wir es machen, wollen wir es halt richtig machen, professionell machen und dann wirklich auch jemanden haben, der die Webseite auch professionell ins Englische übersetzen kann. Also ich spreche Englisch, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde. Habt ihr denn da schon jemanden? Oder? Bis jetzt haben wir da noch niemanden. Also wenn du sich kannst da gerne auch einen Aufruf machen. Vielleicht ist der ein oder andere Österreicher ja auch interessiert, euch zu helfen. Also ich habe da mal ein bisschen auf eurer Webseite nachgeschaut. Die finde ich, sagen wir mal, sehr übersichtlich. Mhm. Ja? Und habe gefunden, also ihr habt Friedensthemen drin, ihr habt Geopolitik und Medien drin und persönliche Entfaltung. Genau. Also gehen wir mal erstmal auf die persönliche Entfaltung ein. Was kann man sich darunter vorstellen? Also was möchtet ihr, dass jeder seine eigene Kreativität herausfindet oder wie meint ihr das? Es ist vielschichtig. Es gibt diesen Spruch, Frieden fängt vor der eigenen Haustür an. Mhm. Und genau das ist es eben auch. Und das ist auch die Entwicklung, die ich selber bei vielen Menschen beobachtet habe über die Jahre, dass man da hinkommt, wie am Anfang gesagt, so ist es einfach zu sagen, du bist schuld. So, aber der nächste Schritt zu sagen, was kann ich tun? Und das ist so die persönliche Entfaltung, rauszukommen aus diesem Hamsterrad, das kennen vielleicht viele auch, habe ich auch mit vielen gesprochen, ging mir selber auch so, dass man, wenn man in diesem Hamsterrad drin ist, man geht arbeiten, man hat Familie, so 8 Stunden kommt man nach Hause, Armbrot vor den Fernseher ins Bett, da bleibt nicht viel Zeit, um mal nachzufragen. Und man braucht eigentlich, oder was heißt man braucht, aber es gibt halt viele, mit denen ich gesprochen habe, die einfach einen Einschnitt hatten, Arbeitslosigkeit, familiäre Geschichten, die einfach dann sich die Zeit genommen haben und einfach mal drüber nachgedacht haben. Und das ist auch das, was ich oft in der Öffentlichkeit erfahre, wenn man mit Leuten spricht, die einem sagen, naja, ich weiß ja, dass Amazon zahlt in Luxemburg weniger als 1% Steuern und das ist ja blöd. Ja, aber weißt du auch, ist dir bewusst, dass dafür der deutsche Steuerzahler praktisch mehr Steuern zahlen muss, damit das Geld da ist, um die Straßen zu reparieren, weil wir einen Versandhandel haben, der statt 19% eben in Deutschland gar keine Steuern bezahlt? Ist dir das klar oder ist es dir wichtig, dass dein Paket pünktlich kommt? Also das sind schon Leute, die da hinkommen zum Pax Terra Musica Festival, die schon ein bisschen Ahnung haben, wie das System so im Einzelnen funktioniert. Das ist unsere soziale Blase, denke ich, die wir haben. Also wir reden ja in den sozialen Netzwerken ganz oft von sozialen Blasen. Das ist so ein bisschen bedingt durch die Algorithmen, die da laufen, dass man eben diese Echo Chamber, dass man halt immer das wiederbekommt, was man auch selber meint. Und natürlich ist das so, die Leute, die jetzt da waren oder die meisten, die da waren, die praktisch auch in diesem Netzwerk drin hängen. Aber der Anspruch an uns und auch an euch ist ja, wir wollen ja raus, wir wollen ja die Leute erreichen. Die Zielgruppe sind die Leute, die noch nicht von uns wissen. So, und die wollen wir ansprechen, nicht um zu sagen, hier, wir haben die Lösung, darum geht es gar nicht. Nur einfach zu sagen, nehmt euch bitte die Zeit und denkt über die Dinge nach und vielleicht kommst du ja auch dahin, weil wir haben eine Situation in der Welt, wir haben es jetzt gerade wieder, das Russland-Bashing nimmt gerade wieder verstärkt zu. Das sind einfach Gefahren, die da auf uns zukommen. Iran-Bashing auch, Nordkorea-Bashing auch, Venezuela-Bashing auch, genau. Polen-Bashing, Ungarn-Bashing. Also es ist eine enorme Welle an, sagen wir mal so, an Schlechtmacherei anderer Staaten. Das ist jetzt so
Zur Normalität, Normopathie würde Dr. Marz sagen. Das ist merkwürdig geworden, ne? Dass man gewisse Themen gar nicht mehr so richtig ansprechen kann. Und das verengt sich immer mehr. Richtig, richtig. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Also es gibt ja den Spruch, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Da sind wir wieder bei Feindbildern. Du kannst, wenn du was Schlechtes berichtest über, weiß ich nicht, so und so viele Millionen Toten oder 1000 Tote, hast du eine höhere Zuschauerrate. Nur dann kommt wieder der Gedanke, wozu zahlen wir GEZ? Was war denn mal der Gedanke von einem staatlichen Fernsehen? Es ging doch darum, aufzuklären, einen Bildungsauftrag zu haben. Kommen wir wieder auf das Parteiprogramm der Humanistischen Friedenspartei, haben sie ja auch erwähnt. Das ist doch der Anspruch, dass ich auch ein Thema mal bringe, was mir vielleicht nicht die Zuschauerzahlen bringt, aber was einfach zu einer ausgewogenen Berichterstattung gehört. Haben denn auch Parteien im Allgemeinen die Möglichkeit, zu euch zu kommen und vielleicht auch zu Wort zu kommen, sich dort vor Ort zu vernetzen mit anderen? Kann die CDU einfach kommen? Wie sind da die Regeln für die Parteien? Weil ihr habt aus der Erfahrung gelernt und habt gesagt, dieses Jahr machen wir es anders. Genau. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drauf eingehen. Genau, also wir haben im letzten Jahr hatten wir Parteien dort, einige. Wir hatten auch Diskussionen an einigen Stellen. Und wir haben all dieses Jahr gesagt, wir wollen die Parteien als Aussteller nicht dort haben. Natürlich als Besucher, als Gäste, als Diskussionsteilnehmer. Wir haben ja auch Diskussionsrunden. Du wirst ja auch eine Diskussionsrunde bei uns haben. Da selbstverständlich sind sie auch eingeladen. Und dann ganz häufig auch als Person. Also dann nicht so. Aber wenn sich dort, ich nehme mal die CDU, wenn sich dort die CDU hinstellt, dann hat man sofort ein ganzes Themenpaket, wo man sich ganz wunderbar streiten kann, aber es kommt nicht ins Konstruktive. Das heißt also, euch ist lieber, dass Leute, also Menschen oder Mitglieder der Parteien einfach kommen, um ins Gespräch mit anderen zu kommen. Genau. Ich selber war ja letztes Jahr da und ich habe das als sehr gut empfunden. Da waren natürlich die kleineren Parteien da, die Menschliche Welt war da. Einige der Grünen waren da, einige der Linken waren da, von der deutschen Mitte waren welche da. Und ich muss sagen, es war ein sehr friedliches Miteinander, auch wirklich abends. Da man 3 Tage und 3 Nächte Zeit hat, kann man natürlich unheimlich gute Diskussionen führen und das auf ganz persönlicher Ebene tun, ja, dass man seine soziale Blase durchsticht und sagt, ich guck mal, was da drüben, also was der für eine Meinung hat. Ja. Und auf ganz persönlicher Ebene, was selten möglich ist. Meistens ist es in der Öffentlichkeit oder im Parlament oder vor irgendeinem Nachrichtensender oder so wie bei uns in der Sendung. Aber wenn man das ganz persönlich machen kann, entsteht ja was ganz anderes. Genau, und das ist halt auch das Schöne, dass man sagt, ich gehe jetzt in das Gespräch mit dir. Und selbst wenn ich am Ende sage, ich bin nicht deiner Meinung oder sogar sage, ich kann dich nicht leiden. Ich meine, um Gottes Willen, wir müssen ja nicht jeden Menschen leiden können. Aber dann habe ich zumindest mal seine Sicht gesehen und dann kann ich vielleicht das entsprechend einordnen. Aber das, was halt auch in unserer Diskussionskultur ja ganz häufig passiert und was man, ich will es nicht auf die sozialen Netze alleine schieben, aber wir haben ein unglaubliches Schwarz- und Weiß-Denken. Also es gibt wirklich nur, du bist böse, du bist gut, du bist Nazi oder du bist Gutmensch. Aber eigentlich haben wir 95% der Menschen, die dazwischen stehen, die halt sich wirklich Gedanken machen, die auch mal kritische Fragen stellen. Und das muss auch zulässig sein. Ich finde das unglaublich wichtig, dass es zulässig ist, dass die Menschen auch mal eine kritische, unangenehme Frage stellen. So, vielleicht gar nicht mit dem Hintergedanken zu sagen, und das, da ist jetzt meine Lösung, aber einfach nur mal okay, was ist denn da? Was kommen wir da vielleicht auf dem Weg? Und dann kann ich auch konstruktiv werden. Der Professor Dr. Hörmann, der Finanzexperte, hat auch mal zu mir gesagt, er arbeitet eigentlich nur noch daran, diese Polarität aufzulösen. Mhm. Weil er sagte, genau wie du gerade gemeint hast, also es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt so viel dazwischen, so viele Varianten. Und darum geht es eigentlich, das aufzuzeigen. Also es gibt einen Ausstellerbereich. Wer kann sich da melden? Wer darf da mitmachen? Es geht ja um Veränderung. Genau. Es geht um Lösungsangebote, um Wirtschaft, es geht um Finanzsystem. Es geht um die Bildung beim Pax Terra Musica, es geht um Musik, es geht um Vorträge, um das Vernetzen. Was kommen da, du hast ja bestimmt schon eine ganze Liste voller Aussteller, vielleicht auch soziale Medien sind auch vertreten, die jetzt eigene Netzwerke bauen. Vielleicht kannst du da mal so ein paar auflisten, die dabei sein werden. Genau, also eingeladen als Aussteller sind, wir haben es so formuliert, ganz grundsätzlich Leute, die für eine friedliche Welt arbeiten. Mhm. Wir möchten das eigentlich, oder nicht eigentlich, wir möchten das nicht auf Friedensbewegung beschränken, weil viele dann vielleicht denken, ach, das ist ja irgendwie, Leute kenne ich noch gar nicht. Jeder, der
daran arbeitet, es morgen besser zu haben, ist eigentlich Teil der Friedensbewegung. Also Friedensbewegung. Was bedeutet denn besser? Weil viele sagen, wieso, uns geht's gut. Ja, geht es uns gut oder finde ich das gut, wenn ich ein Hemd anhabe, wofür in Bangladesch ein kleines Kind gestrickt hat? Also das ist so, finde ich das gut? Klar, natürlich, wir jammern auf unglaublich hohem Niveau in Deutschland und in Österreich. Aber wir sehen ja auch, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt mache ich noch ein ganz anderes Themengebiet auf, aber das ist auch so das Grundsätzliche, was uns antreibt. Wir haben in meinen Augen, wir haben drei ganz wichtige Entwicklungen, die wir im Auge behalten müssen, die unsere Welt einfach verändern werden, so oder so. Als allererstes die Umweltentwicklung. Wir haben eine Klimaveränderung. Die Anstalt im ZDF kann man nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Sind die denn eingeladen auch? Die sind eingeladen, wir haben sie auch angeschrieben. Gekommen sind sie bis jetzt noch nicht, aber wir schauen mal. Wir bleiben da dran auf jeden Fall. Aber dort war ein Beitrag über Klimaveränderung, wo dann mal gezeigt wurde, also der Äquatorbereich der wird nicht mehr lebensfähig sein in 100 Jahren. Also das ist eine Entwicklung, die da stattfindet. Wir sehen es jetzt schon. Wir haben jetzt wieder innerhalb von einer Woche sind wir von Winter auf Sommer umgesprungen. Also es gibt gar keinen richtigen Frühling mehr. Da passieren einfach Veränderungen, die dann auch zu Naturkatastrophen führen werden. Und die werden uns beeinflussen. Punkt. So, da können wir alle drüber reden, wie wir wollen. Wenn wir nicht irgendwas ändern, werden wir das erleben. Das heißt, da sind auch Organisatoren dabei, die sich für Umweltschutz oder Umweltthemen beinhalten? Natürlich. Also das, lass mich kurz den Gedanken zu Ende spinnen. Also das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Egal, was wir tun, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir diese globale Veränderung bekommen. Das Zweite sind Kriege. Das ist, wir sehen es jetzt wieder an der Zuspitzung mit Russland. Wenn wir einen atomaren Krieg bekommen, wenn wir den Dritten Weltkrieg bekommen, müssen wir nicht weiterreden, dann ist Deutschland garantiert pulverisiert. Wir sind so strategisch an einem Punkt. Aber das weiß man ja schon eigentlich seit Nagasaki und Hiroshima, richtig, was passieren kann, wenn. Ganz genau. Oder auch Tschernobyl mit Atomkraft, ne, was da passieren kann. Genau. Das wäre aber jetzt nicht eine neue Forderung. Das ist ja. Nein, das ist keine neue Forderung. Mir geht es nur darum, um die Gewichtung, dass man sagt, das ist einfach, wir müssen diesen Dritten Weltkrieg verhindern. Das darf nicht dazu kommen, weil ansonsten ist alles andere egal. Und der dritte Punkt, den ich sehe, ist das Finanzsystem. Also das Finanzsystem ist wirklich ein exponentiell wachsendes System. Es wird zusammenbrechen müssen. Auch das eine ganz klare Aussage. Kann man auch sich mit dem Josef Pfennig, ich will ihn jetzt nicht nochmal erklären. Aber auch die Börse warnt ja auch schon selber davor. Genau, also man sieht, dass es passieren wird und man muss sich auch klar machen, das ist ein exponentiell wachsendes System, sollte man sich mal auf dem Blatt Papier klar machen, weil unser Hirn kann nicht exponentiell denken, nur linear. Das heißt, auch diese Entwicklung wird immer schneller von sich gehen. Das heißt, also habt ihr auch Finanzexperten da, die da einen Vortrag halten? Wir hatten letztes Jahr jemanden da. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob wir dieses Jahr, Finanzexperte haben wir, glaube ich, noch nicht die endgültige Bestätigung. Ist aber klar Teil dieser Lösung. Also das sind so die drei Punkte, wo ich sage, wir müssen das in den Griff kriegen. Ansonsten laufen wir auf einen Crash zu. Also dagegen sind, wie sagte Albert Einstein, die letzten Kriege nur jämmerliche Versuche gewesen. Das ist der Anspruch an eine bessere Welt. Und Kriege werden natürlich durch das Finanzsystem auch unterstützt. Natürlich. Also wenn wir Waffenfirmen haben, die wollen Waffen verkaufen und die können keine Waffen verkaufen, wenn die irgendwo verkümmern. Das heißt, es ist immer interessant, irgendwo Konflikte zu schüren. Und so eine Bombe, ne, muss man ja auch nachproduzieren. Ja, eben, genau. Und also das ist auch lächerlich und das ist, also da kann auch jeder normal denkende Mensch nicht mehr ruhig sitzen bleiben in meinen Augen, wenn wir als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sind. Also schwankt mal, sind wir viert, mal dritt. Genau, also, ja. Im Moment habe ich sogar gehört fünfter, aber das ist... Wie auch immer, aber wir reden davon, erster ist USA, ganz klar, ohne Diskussion, der zweite ist Russland und dann sind wir schon auf Platz 3 als kleines Deutschland. Und was bilden wir uns denn ein? Die stehen dann irgendwo im Schaukasten und man schaut sich die an? Nein, natürlich nicht. Deutschland oder deutsche Firmen verdienen an jeder kriegerischen Auseinandersetzung auf diesem Globus.
Und das ist unsere Verantwortung. Und wenn ich dann höre im Deutschlandfunk, dass sich ein, ich glaube, es war ein CDU, CSU-Politiker, ich habe seinen Namen glücklicherweise vergessen, der dann wirklich in Saudi-Arabien war und sich dann hinstellt und sagt, ja, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Oh, das, also ist aber ein, das ist ein Satz, den hat man, glaube ich, noch im Ohr aus dem Dritten Reich, oder? Das mag so sein. Für mich, soweit ich mich erinnern kann. Mit diesem Satz kann ich alles rechtfertigen. Ja. Also, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es halt jemand anders gemacht. Also, was das ist doch nicht möglich. Also wir, gerade wir Deutschen oder die deutsche Nation, die sich eigentlich, wir haben diesen Militarismus erlebt. Mhm. Und wir hatten die Chance, wirklich da rauszukommen. Man hat uns völlig entmilitarisiert und wir hätten das wirklich nutzen können und im Vorbild der Schweiz wirklich auch als diplomatischer Staat aufblühen können. Haben wir auch lange Zeit gemacht. Und jetzt mittlerweile kann sich ein Bundespräsident, ehemaliger Pastor, hinstellen und sagen, wir müssen mehr Einsatz zeigen im Ausland, was immer mehr Soldaten bedeutet. Und sich vor die Soldaten stellen und sagen, manchmal muss ein junger Mann auch für sein Land sterben. In welchen Zeiten leben wir? Das ist, also an der Stelle, das merkst du auch, werde ich wirklich emotional. Das kann ich schwer ertragen. Und da fordere ich eigentlich auch von allen Politikern, Menschen, dort zu sagen, das machen wir nicht mehr. Es wäre ein leichtes zu sagen, wir stoppen die Waffenexporte komplett. Habt ihr auch vielleicht, weil du in diese Richtung jetzt gesprochen hast mit Frieden und mit Bewaffnung, habt ihr da schon Kontakt aufgenommen, auch zu den Linken, vielleicht der Sarah Wagenknecht, die ja auch diese Themen oft anspricht? Vielleicht kommt sie ja auch zum Pax Terra Musica Festival. Wir haben Kontakt aufgenommen zu den Linken, zu Sarah Wagenknecht jetzt noch nicht im Speziellen. Ja, unser Augenmerk. Sie spricht sehr häufig eigentlich auch genau diese Themen an, die du gerade genannt hast. Richtig. Das wäre ja eigentlich passend. Ja, uns geht es halt primär darum, dass wir die Menschen erreichen. Also bei der Politik, es tut mir ein bisschen leid, wir haben es bei der Bundestagswahl jetzt gerade gesehen. Die Bundestagswahl 2017 war im ersten Blick gar keine Überraschung. Also, dass die FDP wieder reingekommen ist, dass die AfD zweistellig wurde, war alles zu erwarten. Was mich schockiert hat, war, dass nach der Linken die kleineren Parteien insgesamt nicht mal 5% erreicht haben. Mhm. Und das finde ich echt traurig, weil wir hatten Parteien dabei, die wirklich sich Gedanken machen für ein besseres Morgen, die eben nicht nur stumpf sagen, ja, wie die Grünen, wir müssen auch mal völkerrechtswidrige Kriege führen, damit wir unsere Interessen vertreten. Die Linke ist ja tatsächlich die einzige Partei, die noch wirklich gegen Krieg sich auch äußert. Ja, mit den Grünen kann man leider nicht mehr rechnen. Ja. Ich habe erst diese Woche von Cem Özdemir Töne gehört, also die für eine grüne Partei eigentlich gar nicht aussprechbar sein sollten. Ja. Er hat auch schon wieder von Bewaffnung der Kurden gesprochen, was natürlich... wobei auch die Linke damals auch schon angefangen hatte, darüber zu diskutieren. Ja. Aber ja. Beim Thema der Linke, für mich ist gerade eine Sarah Wagenknecht, ich finde es so schade, man hat so den Eindruck, sie wollen Veränderungen, aber ohne, dass jetzt zu viel passiert. Also das ist ja schon ganz schön, wie es läuft, aber ein bisschen besser wäre nett. Also ich habe so den Eindruck, es fehlen die Visionen. Also man will Veränderungen, aber aber gerade Beispiel, deswegen sollte man sie eigentlich einladen, weil beim Pax Terra Musica Festival, zumindest letztes Jahr, hat man sehr viele Visionen bekommen. Das und stimmt. Das Ziel am Ende des Festivals ist ja auch wirklich die Pax sozusagen, dass die Leute, die dort sind, wirklich an einem Strang ziehen und sagen, hey, wenn ein gewisses Thema da ist, was uns alle anbetrifft, sind wir eine starke Gemeinschaft. Wer ist denn jetzt dabei? Weil das hatte ich dich ja eigentlich gefragt. Also genau. Vielleicht ein paar Namen für Leute, die aus diesen Kreisen sind. Also wir haben ganz querbeet. Wir haben jetzt zum Beispiel Democracy Deutschland. Das ist Marius Krüger, der war auch schon bei dir, der dabei ist, eine App zu entwickeln. Da ist die Alpha-Version jetzt gerade raus. Ich war schon drin. Ich auch schon. Und ich habe ihm gleich geschrieben, das ist, als ob ein Traum wahr wird. Ja. Also da ist die Idee, dass man praktisch eine Volksabstimmung im Kleinen erstmal realisiert. Dass man, also die Piratenpartei hat es versucht, das gleich juristisch wasserfest alles fertig zu machen. Liquid Democracy hieß genau. Das damals.
Und die sind leider gescheitert. Wir haben es damals mit denen direkt besprochen, weil es einfach juristische Hürden gab, die das Ganze nicht möglich machten. Und Marius ist jetzt mit seinen Leuten dabei, das Ganze erstmal zu realisieren. Erstmal zu sagen, es gibt eine App, wo du abstimmen kannst über Themen. Und dann hast du den Vergleich, was hat der Bundestag gesagt, was hat das Volk gesagt. Und da sehe ich ein unglaublich großes Potenzial, dass die Medien das einfach nutzen. Wenn wir eine gewisse Anzahl an Menschen haben, die dort mitmachen, ist das ein echtes Meinungsbild. Und dann kriegen die jeden Tag, bekommen sie diese Info. Auch der Abgeordnete, also das funktioniert so, dass bei der Democracy App, die heißt jetzt Democracy Live, dass man sozusagen parallel zum Bundesparlament abstimmen kann, genau. Als Volk sozusagen. Du kannst also deinem gewählten Abgeordneten sagen, guck mal hier, 70% deiner Leute, die dich gewählt haben, lehnen Waffen ab. So, ja, genau. Dann kann man denen auch ein bisschen die Fraktionszwangangst wegnehmen. Wäre schön. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, erstmal Dinge in Gang zu setzen, erstmal auch Veränderungen in Gang zu setzen. Also Democracy Deutschland ist dabei, Human Connection ist dabei. Human Connection versucht Facebook 2.0, also es ist ein soziales Netzwerk, was aber über den einfachen Facebook-Kommentarspalte hinausgehen möchte, also die Leute auch wieder in die Aktion bringen möchte, Lösungsansätze bieten möchte, eine gewisse Gleichberechtigung auch dort mit einbauen möchte. Auch da ist jetzt gerade die Alpha raus, das läuft ja auch schon eine ganze Zeit, auch da sind unglaublich viele Leute mit dabei und ist ein unglaubliches Potenzial. Wen haben wir dabei? Wir haben natürlich Idealism Prevails ist dabei, Sender FM ist dabei, also alternative Medien sind genau, dabei. Genau, darauf wollte ich auch eingehen. Also alternative Medien ist euch total wichtig und die ladet ihr auch alle ein dazu. Ja. Da gibt es ja ganz viele, nur wie so Eingeschenkt TV, KenFM, Neue Debatte, ganz, ganz viele neue, kleine, große auch inzwischen. Ladet ihr denn auch die öffentlich-rechtlichen Medien auch mit ein, fairerweise? Wir informieren sie auf jeden Fall. Das ja, wir haben sie jetzt nicht mit einem Stand eingeladen, das ist noch nicht passiert. Wenn sie sich melden, kann man darüber reden. Aber es geht tatsächlich in die Richtung alternative Medien. Die Friedensbewegung heute hat ein unglaubliches Werkzeug und das ist das Internet. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendjemand uns veröffentlicht, sondern wir können, jeder mit einer Webcam kann heute Sprachrohr werden für etwas. Es kann Formate geben wie dieses hier. Und das ist ein ganz klarer Aufklärungsauftrag an uns, also an jeden Menschen einzeln. Sei es, dass ich rübergehe, über den Zaun mit meinem Nachbarn rede und mit ihm spreche, oder sei es eben, dass ich eine Sendung mache und mir die Leute und das Know-how zusammensuche, um das Ganze professionell zu machen. Ja, was sagst du denn eigentlich dazu, wenn gewisse etablierten Medien den Vorwurf äußern, ja, all diese neuen alternativen Medien sind doch Propagandasender? Was ist nicht Propaganda? Also der Anspruch, objektiv zu sein, ist ja Utopie. Wir sind alle Menschen, wir sind alle subjektiv durch das geprägt, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben. Also hundertprozentige Objektivität kann es so nicht geben. Insofern, wenn du es streng genommen nimmst, ist alles Propaganda, was rausgeht. Propaganda bedeutet einfach nur, ich verteile eine Meinung und da ich jeder Bericht irgendwie eingefärbt ist, zwangsweise ist es immer auch Propaganda. Gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie gibt es da so einen Vortrag, wie man mit den neuen Medien sozusagen umgehen kann? Wir hatten im letzten Jahr so einen Vortrag, ich versuche das auch wieder hinzubekommen, dass wir sowas haben. Das ist ganz großer Anspruch. Eigentlich müsste das bis in die Schulen gehen, Medienkompetenz. Einfach den Anspruch an die Menschen zu haben, an die Kinder zu haben oder den Willen zu haben, dass diese sich informieren können, dass diese lernen, ich habe etwas gesehen, das bedeutet aber noch nicht, dass das jetzt die Wahrheit ist. Also das ist sowieso so ein Gibt Begriff. Gibt es überhaupt die Wahrheit? Die Wahrheit, genau, das ist so ein Begriff, den ich nicht gerne nutze, weil es gibt die Wahrheit nicht. Es gibt genau eine Wahrheit in meinem Kopf, die ist aber eben auch wieder eingefärbt durch das, was ich kenne, was ich erlebt habe, meine Erfahrung. Es gibt Fakten, wie Dinge sind und wie ich das werte, wie ich das gewichte, das ist wieder eine ganz individuelle Geschichte.
Und dass wir den Kindern wirklich mitgeben, zu sagen, du hast die Möglichkeit, da gibt es ein riesengroßes Netzwerk, was uns ja auch erschlägt. Also ich weiß nicht, es gibt ja so Schätzungen, dass jede Sekunde irgendwie 3000 Minuten Filmmaterial hochgeladen werden bei YouTube. Also man kann das gar nicht alles sehen. Und dafür sind natürlich Formate wie Idealism Prevails, wie KenFM wichtig, dass sie auch als Filter dienen. Und natürlich ist das auch der Filter dieser Veranstaltung, natürlich, genauso wie es auch in den Öffentlich-Rechtlichen ein Filter ist. So, und ich weigere mich auch, die Öffentlich-Rechtlichen dann grundsätzlich zu verteufeln. Also ich sage, schaut euch das an. So, hab im Hinterkopf natürlich, da ist eine gewisse Agenda auch dahinter. Mhm. Kann man auch immer wieder neu sehen. So, und dann zieh los und informiere dich an anderer Stelle. Also weil du gerade Kinder erwähnt hast, wie sieht es denn aus? Können die Familien auch mit Kindern kommen über das Wochenende? Gibt es dort ein Kinderprogramm oder eine Kinderecke? Ja, also das ist uns auch sehr wichtig. Ganz Frieden hat nur Sinn, wenn wir das mit unseren Kindern zusammen machen. Also es ist keine Erwachsenenveranstaltung. Wir haben im letzten Jahr schon einen großen Kinderbereich gehabt, auch eine ganz liebevolle Betreuung dort. Wir haben in diesem Jahr wieder Kinderbereich mit Hüpfburg, mit, letztes Jahr ist die Hüpfburg leider ausgefallen, wegen Platten beim Auto, kam leider nicht ganz bis zu uns. In diesem Jahr haben wir wieder eine dabei und verschiedene Menschen und Organisationen, die sich wirklich darum kümmern, einfach die Kinder zu unterhalten, denen Spaß zu machen und ja. Also zum einen habt ihr so eine Hauptbühne, da kommen auch viele Musiker. Vielleicht genau. Kannst du da mal sagen, wer so alles kommt. Aus Österreich kommen auch mehrere Künstler. Genau, also Killis Moore ist auf jeden Fall wieder dabei, Morgaine ist wieder dabei, Bermuda ist dabei. Also ganz viele, wir haben versucht, die natürlich vom letzten Jahr die Leute auch anzusprechen. Wir hatten im letzten Jahr 4 Bühnen, weil wir hatten auch ein riesen Gelände. Und das schaffen wir dieses Jahr einfach nicht. Wir sind, können wir gleich auch nochmal drüber reden, aus Gründen dieses Jahr etwas kleiner geworden. Und das Gelände ist aber wunderschön, wirklich ein wunderschönes, gelegenes Gelände in Friesack. Das ist westlich von Berlin an der B5. Ist ein kleiner Ort und die haben dort eine Freilichtbühne, die schön gelegen ist mit ein bisschen Waldbewuchs und auch so einen Wall an den Seiten, dass halt auch der Schall dann nicht so ganz weit getragen wird. Und haben dort ein richtiges Freilichtgelände aufgebaut, wo schon eine Bühne existiert, wo Strom existiert und so. Also für uns wirklich traumhaft und auch für die Besucher hoffentlich dann traumhaft. Und wir haben das Gelände gegenüber noch mitgemietet, wo dann der Zeltplatz sein kann und oder sein wird. Und ja, das wird eine riesen... Mit viel Programm, ne? Also dieses Programm kann man sich auch angucken auf eurer Webseite vielleicht. Genau. Also die Webseite kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Dort wird natürlich aktuell immer drauf gespielt, was passiert. Wir sind bei den Musikern schon komplett voll. Wir haben im Januar war schon das Line-Up komplett erledigt. Wie viele Bands oder wie viele Acts habt ihr dabei ungefähr? Gott, jetzt fragst du mich was aus dem Stegreif. Ich würde behaupten, 30 Bands sind jetzt dabei und wir haben halt versucht, eine Mischung hinzukriegen von ungefähr 50% derer, die auch letztes Jahr da waren und aber auch neue Leute dorthin zu holen. Also das möchten wir halt auch, dass wir wirklich auch Leuten die Möglichkeit geben, dort zu spielen und nicht jedes Jahr dasselbe, sondern auch weiterzukommen. Und wie findet man euch? Man findet uns unter www.pax-terra-musica, genau, das ist einer unserer Flyer. Dort findet man auch dann die Details dazu. Und das findet also am letzten Wochenende statt, im Juli? Genau, am letzten Juli-Wochenende ganz bewusst in den Ferien. Letztes Mal war es ganz bewusst außerhalb der Ferien. Da haben wir dann viele Leute gehört, die dann gesagt haben, schade, mit den Kindern war halt schwierig. Die müssen dann am Montag wieder zur Schule. Und deswegen haben wir es dieses Jahr ganz bewusst auch in die Ferien gelegt. Und jetzt sind wir gespannt, wie das sich dann auch auswirken wird. Ja, also ich kann hier nur mal ein bisschen draus lesen. Da ist also Entdecke neue und bekannte Gesichter. Free 21, das ist auch diese Zeitung. Genau. Dann ist Misha Golke dabei, das Rainer Braun von der alten Friedensbewegung. Yoga kann man machen, Paragraph 117 als Act. Mhm. Dirk C. Fleck, ein Schriftsteller, hält er auch eine Rede? Ja. Einen Vortrag? Ja. Ah, das ist natürlich super interessant. Rüdiger Lenz, der sich auch Anti-Aggressionskurse macht. Nicht-Kampfprinzip, genau. Ja, Nicht-Kampfprinzip, genau. Ja. Prinz Chaos ist ja auch sehr bekannt. Also da sind sehr, sehr viele Leute dabei.
zum einen, wie gesagt, auch die Stopp-Rammstein-Leute, die das machen. Also es ist eigentlich ein breit gefächertes Programm sozusagen. Genau, ein breit gefächertes, was wir auch nur bedingt eben ausstatten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir bieten das Podium. Mhm. Das, was die Leute umsetzen, liegt wirklich an ihnen, was sie dann ermöglichen. Und mehr wollen wir auch gar nicht erreichen. Was kostet denn so ein Ticket für 3 Tage, damit die Leute sich ja auch mal ein bisschen, weil nicht alle haben so viel Geld, habt ihr vielleicht auch Sozialtickets oder... Genau. Wir haben im letzten Jahr war es so, dass wir gesagt haben, wir nehmen 45 € pro Ticket und daran wollen wir auch festhalten. Wir haben allerdings dann tatsächlich auch Menschen gehabt, die dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, ich gebe euch nochmal 50 €, das ist jetzt so der reale Ticketpreis. Also wenn man sich mal im freien Markt, sag ich mal, die Ticketpreise anschaut, das ist ja unter 100 € kommst du ja heute nicht mehr auf ein Festival. Also das ist 120 € aufwärts. Mhm. Und wir sind gemeinnützig, wir sind ehrenamtlich, also bei uns verdient niemand Geld und bei uns ist auch, also wir brauchen eine Geschäftsform, um eben die ganzen Verträge mit den Toiletten und mit alles, was dazugehört, machen zu können. Aber wir haben da die gemeinnützige GmbH gewählt, die halt auch sicherstellt, dass die Gelder, die dann auch tatsächlich möglicherweise reinkommen, also was dann übrig bleibt, das muss auch wieder reinvestiert werden in gemeinnützige Projekte, also Was kostet denn der Eintritt für Kinder zum Beispiel? Entschuldigung, genau. Also wir haben dieses Jahr, um nochmal anzufangen, wir haben dieses Jahr gesagt, wir nehmen ein normales Ticketpreis von 65 €, lassen aber das Sozial- und Jugendticket praktisch für 45 € und werden das auch nicht weiter prüfen. Also jeder, der entscheidet, ich kann mir die 65 € nicht leisten, der kauft sich ein Ticket für 45 €. Und wenn das Geld gar nicht da ist, dann hat er die Möglichkeit, sich zu melden und zu sagen, ich möchte euch gerne helfen. Also wir haben verschiedene Bereiche, wo wir etliche Helfer brauchen. Und für eine Da war ja so eine Art Jobcenter, ne? Genau. Das haben wir dann auch wieder, eine Jobbörse. Und jeder, der uns dann eine Schicht hilft, wobei wir 6-Stunden-Schichten machen, weil wir wollen ja eine bessere Zukunft haben und nicht die Leute ausnutzen, der kommt dann auch praktisch umsonst zu uns. Und Kinder bis 12 Jahre... Also wir haben jetzt eine Verwaltungsgebühr, das liegt leider am Ticketsystem, die kosten jetzt 1 €, nicht 0 €. Letztes Jahr waren sie dann ganz frei, wir haben das Ticketsystem da geändert. Also 1 € für Kinder, das ist so. Aber das geht ja noch gerade, ja. Also das können auch Alleinerziehende kriegt mit ihrem Kind. Für 3 Tage Programm und Zeltplatz und alles, was dazu. Mensch, es hört sich sehr vielversprechend an und ich würde sagen, ich gebe dir jetzt einfach mal am Schluss nochmal die Möglichkeit, zum Publikum zu sprechen. Zu Ausstellern zu sprechen, zu Leuten, die da hinkommen wollen, damit die einfach auch ja, vielleicht eine herzliche Einladung dazu bekommen von dir. Ja. Wir laden euch alle ganz herzlich zum Pax Terra Musica Festival ein. Es sind 3 Tage wirklich Frieden, Leben und Zukunft gestalten. Das ist wirklich der Anspruch und das, was dort auch passiert. Wir haben es im letzten Jahr erlebt. 3 Tage unglaublich liebevolle Menschen. Man kann dort als Aussteller hinkommen, man kann sich vorstellen, man kann sich vernetzen, man kann mit Menschen reden, man merkt einfach, man ist nicht alleine, man findet dort Menschen, die einem zuhören und mit denen man in die Diskussion kommen kann. Es werden 3 Tage Spaß sein, Musik sein, Vorträge sein, wir haben verschiedenste Vorträge, es wird Diskussionsrunden geben, es wird Workshops geben, also man langweilt sich garantiert überhaupt nicht bei uns. Kommt auf unsere Webseite, schaut euch die Webseite an. Wir haben ganz viel dort an Informationen, auch über das Festival hinaus. Pax Terra Musica wird viel mehr sein als nur das Festival. Wir haben dort auch eine Aktion, Rammstein ist keine Band, wird dort ausgiebig über die Airbase Rammstein nochmal informiert. Und wir haben Friedensdemonstrationen, die wir jetzt auch organisiert haben. Also Pax Terra Musica wird auch noch weiter wachsen. Es wird hoffentlich das Festival der Friedensbewegung, das Sommerfest der Friedensbewegung und wir freuen uns auf euch. Dann bedanke ich mich bei dir, Malte, und wünsche euch alle, dem ganzen Team, weil ihr seid ja wirklich viele, drücken wir die Daumen, dass es ein tolles Festival wird und wir werden uns nächstes Mal dort sehen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ja, das war die Sendung mit Malte Klinghoff über das Pax Terra Musica Festival. Wir laden euch auch herzlich dazu ein. Wir werden auch mit Sender FM und Idealism Prevails dort vor Ort sein. Ein paar Gedanken einfangen von den Menschen, Atmosphären einfangen. Ich denke, jeder von uns kann ein Stückchen dazu beitragen. Vielleicht sehen wir euch dort auch. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Idealism Prevails. Make the world a better place.